Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema ist die Spekulation um den Weltuntergang. Es gibt ja viele Leute, die zumindest glauben, das haben wir gerade auch schon gehört, dass irgendwas Besonderes passiert am 21.12. Das muss nicht gleich der Untergang sein, aber irgendwas Kosmisches passiert. Vielleicht nehmen auch Außerirdische mit uns Kontakt auf. Wir wollen heute einfach mal so ein bisschen spinnen hier und spekulieren. Und das machen wir jetzt ganz einfach weiter mit der Adelheid. Die Adelheid ist 66. Guten Morgen, Adelheid. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, was glaubst du denn? Also, ich bin eine lutherische Christin. Ah. Und zwar eigentlich mein Leben lang, von Geburt an, würde ich mal sagen. Ganz seriös und ganz ernst. Ja, ganz ernst jetzt. Also ich nehme mit diesen 21 überhaupt nicht ernst, sondern ich will mal auf meinen Vorredner eingehen. Außerirdischer, Jesus Christus, habe ich mal ein Traktat verteilt, hunderte, tausende hier in Minden. Jesus Christus ist für mich ein Außerirdischer gewesen. Das war das Thema des Traktates. Dazu, ein Satz zu gestern, für gestern noch ein Kompliment, wie du Ahmed beraten hast, weil ich mit 14 Moslems unter einem Dach wohne und das war Seelsorge 1+. Dankeschön, Dankeschön. Also es war wirklich einmalig, weil ich auch Seelsorge mache im Suizidchat und so weiter und so fort. Also Wiederkunft Jesu ist für einen Christen das Weltende. Und Jesus hat sich ja verabschiedet. Du warst ja evangelischer Christ, du bist konfirmiert, du weißt das alles. Jesus Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, 20. Das fiel mir vor Tagen in die Hand. Da habe ich gesagt, da werde ich mal anrufen bei Domian. Also, diese Maya-Geschichten interessieren dich gar nicht. Nein, überhaupt nicht, weil ich Jesus Christus kenne, weil er mich schon dreimal geheilt hat. Vom Broken Heart, wenn du weißt, was das ist. Ich erahne. Liebeskummer pur, Herzschmerz, genau. Herzinfarkt mit 21 oder 23, ist ja jetzt egal. 21 oder 23 spielt keine Rolle. Du hast Ricardo und Didier auch ein wenig in die Richtung gesprochen vorhin, dass diese Welt schon einmal aufgesucht wurde von außerirdischen Intelligenzen. Von Jesus Christus wurde er aufgesucht. Nein, das meinen wir. Ja. Was viele gar nicht wissen. Ich war auf einer Bibelschule. Ich glaube, ich habe mehr Kenntnisse als die Pfarrer. Mein Vater war Pastor. Der war ein super Pastor. Mein Bruder ist Pastor. Ja. Der wird morgen verabschiedet in der JVA Herford nach 25 Jahren Dienst, Seelsorge. Also ich glaube natürlich, dass du glaubst, also dass Jesus Christus... Also Jesus Christus ist der Mitschöpfer. Wir haben eine Trinität, haben wir. Okay, wir, kein Christen, ja, kein Theologe. Halt. Und der Sohn und der Heilige Geist, da ist keine Mutter Maria im Himmel, sondern Jesus hat mit dem Vater im Himmel besprochen, wie er denn diese Menschheit, die aus dem Paradies rausgeflogen ist, weil sie doch noch mehr wollte, als Gott ihnen erlaubt hatte. Sie hatten noch alles im Paradies. Und dann haben sie sozusagen besprochen, das ist in Lutherliedern sehr schön nachzusingen und so, dass Jesus Christus dann gehorsam war und den Weg gegangen ist der Erniedrigung. Er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, oh Hilfe, dass Jesus Christus der Herr sei. Gottes des Vaters. Das muss ich lernen. Als Konfirmandin. Ich gehe noch mal ein bisschen auf. Pastorentochter, muss ich das lernen. Philippa 2 steht das. Christus hören das. Also Jesus ist als Außerirdischer freiwillig auf die Erde gekommen, weil das ganze AT eine einzige, das kann man ja gar nicht lesen, das AT. Das ist gleich, so voller Kriegsgeschrei. Und das, wenn da ein Gott gab, den seinem Volk Israel, was er denn nun, will ich nicht so weit ausführlich werden. Die 10, wie viel habe ich, wie viele Minuten noch? Ja, also Gott hat das Volk Israel immer sehr schnell gestraft. Adelheid! Tu das und hallo! Nicht und dann fielen die tot um. Adelheid! Und der letzte hallo! Dann hallo! Hallo! Dann hallo! 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 Hörst du mich? Ja, jetzt rede du mal. Wir machen hier kein theologisches Seminar. Ja, also was Liebelein. Ich sage doch, nein, das Ende der Welt ist und nicht dieser 21.12. Adelheid, das ist nicht höflich. Du predigst uns ja hier die Ohren zu. Wir wollten nur ein Gespräch führen. Du redest ja wie ein Wasserfall. Ja, aber pass auf, dann Nee. Jetzt habe ich keine Lust mehr, dich was zu fragen. Du hast uns jetzt die Ohren voll gedröhnt und ich würde mal sagen, jetzt hören wir auf. Oh, das finde ich aber schade. Ja, ich wollte gerne mit dir reden, aber du hast jetzt wirklich wie ein Maschinengewehr. Dann frag mich was. Gut, dann frage ich dich noch was. Du glaubst also nicht, dass außerirdische Intelligenzen auf der Welt waren?
Nein, an solche, ich glaube, dass Gott diese Intelligenz ist. Ich verstehe, das hatten wir gerade schon erfahren. Ja, Allheit. Dass Gott die Welt geschaffen hat durch sein Wort und dass Jesus Christus die Welt beenden wird durch seine Wiederkunft. Das ist ein christliches Zeugnis, was ich hier ablege. Mit dir ist es sehr schwer, sich zu unterhalten, weißt du was? Ja, also dann frag weiter. Weil du einfach immer weiter redest. Dann frag weiter. Das ist extrem schwierig. Das ist keine Unterhaltung, die wir beide führen. Glaubst du, dass es im Weltall andere intelligente Wesen gibt? Mein Sohn glaubt das. Ich glaube das nicht. Okay. Im Weltall, ja, Gott gibt es da. Nein, nicht Gott. Andere Wesen. Nein, das glaube ich. Ich darf das sagen, nein, das glaube ich nicht. Aha. Okay. Warum? Weil wir so einzigartig und toll sind, wir Menschen? Nee, jedes Geschöpf ist für mich, auch die Tiere sind Gottes Geschöpfe. Jedes Kind ist ein Original des Schöpfers. Okay, jetzt wollen wir keinen neuen Vortrag anzetteln. Aber du glaubst ja an den jüngsten Tag, an das jüngste Gericht. Ja, ich glaube an die Wiederkunft Jesu und das ist ein freudiges Ereignis. Ja, wann wird denn das sein? Es kann heute noch kommen, es kann morgen sein, es kann in 100 Jahren sein. Und was passiert dann? Dann wird in drei Teilen geschieht die Wiederkunft Jesu. Es wird erst die Toten werden auferstehen. Es wird übrigens, hat mich dein in der Redaktion hat mich gefragt, ob Jesus denn diese Erde berühren würde. Mhm. Das war eine ganz intelligente Frage. Da habe ich gesagt, nein. Er wird in der Luft, wird er wie bei der Himmelfahrt uns abholen. Oh. Das heißt, warm anziehen. Ne? Wenn wir ja, durch die Luft im Himmel sehen. Bei Jesus ist es warm. Ne? Das ist ein anderes Äon. Und wir wollen hoffen. Flieger hat immer gesagt, das ist eine andere Wirklichkeit. Und wir wollen hoffen. Eine andere Wirklichkeit. Du warst auch mal bei Fliege. Nein. Eine andere Wirklichkeit. Adelheid, wir beenden jetzt mal das Gespräch. Wenn wir uns nochmal unterhalten sollten, müssen wir uns auf andere Regeln einigen, nämlich dass es ein Gespräch ist. Aber nun ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich danke dir für deinen Anruf und für deine Wortmeldung. Okay? Ja, bin ich aber traurig. Warum? Ich freue mich ja, dass du angerufen hast. War ein bisschen schwierig, aber... Wir tragen die gleichen Schuhe, also... Bitte? Ich habe festgestellt, dass wir die gleichen, ähnliche Schuhe tragen. Dass wir ähnliche Schuhe tragen? Ja. Wie meinst du das? Deine Schuhe, die du anhast. Hast du die gerade gesehen, welche Schuhe ich anhab? Nein, die sehe ich in der Talkshow, wenn du in der Talkshow sitzt. Ach so, na gut, das ist ja schon lange her. Adelheid, vielen lieben Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. So, jetzt... wollen wir uns mal ein bisschen erholen? Ich trinke mal ein bisschen Wasser. Heute hätte ich hier Wodka mir einschenken sollen. Aber es ist leider nur Wasser.